Moin Leute, was geht ab? Einer von euch hat mich in den Kommentaren gefragt, wie diese Transition geht, die ich hier gerade einblende, besser bekannt als die LMGK Transition oder LMGK Mask Transition. Und ja, ich zeige euch heute, wie ihr die ganz einfach mit Filmora 9 machen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. So, und ich habe mir hier jetzt schon zwei Clips reingezogen und dürfen nicht irgendwelche sein, sondern ihr müsst da auf eine Sache ganz besonders achten. Und zwar hier bei dem letzten Frame, ihr könnt immer mit den Pfeiltasten da hin und her gehen, bei dem letzten Frame vom ersten Clip ist nichts über meinem Charakter. Also außer diese EP-Bar hier unten, aber das geht jetzt halt nicht anders. Und jetzt beim ersten Clip hier ist auch nichts über meinem Charakter. Also zum Beispiel, wenn man wen killt, steht der Name ja hier drüber. Das habe ich hier extra, also da ist er ja so ein bisschen rechts vom Charakter. Und hier ist auch nichts über dem Charakter. So, jetzt mit den Pfeiltasten, ganz wichtig, dass ihr das mit den Pfeiltasten macht, geht ihr auf den letzten Frame von dem Bild hier, von dem Clip, von dem ersten, und macht einen Snapshot. Das geht hier mit hier rechts mit diesem mit der Fotokamera. Und dann geht ihr einen weiter und nehmt vom ersten Bild des zweiten Clips einen Snapshot. So, die erscheinen dann hier oben. Dann geht ihr da rechts, klickt drauf, im Explorer anzeigen. Dann seht ihr hier die Snapshot 30 und Snapshot 31. Dann gehe ich da erstmal mit Doppelklick drauf auf irgendeins von denen, ist erstmal egal welches. Dann gehe ich auf Bearbeiten und mit 3D Paint bearbeiten. Also das geht auch mit jedem anderen Programm. Ich mache es jetzt einfach mit 3D Paint. Und jetzt müsst ihr einfach hier unten schwarz auswählen. Die Stärke macht ihr am besten erstmal ganz hoch. Macht hier erstmal das Grobe weg mit schwarz. Und macht jetzt erstmal das Grobe weg. Wenn ihr dann das Grobe weg habt, macht ihr hier die Stärke lower. Könnt dann ranzoomen und macht da hier erstmal auch so grob und dann macht ihr das genau. Ich mache jetzt einen Zeitraffer mal kurz rein, damit ihr seht, wie ich das jetzt mache. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Been in my mind for days. Wish I could get away. You know it isn't safe for me to be in this headspace. Drunk and I miss you unless I'm just drunk. Told me to swim, then you watched as I sunk. So. Jetzt, wenn wir das fertig gemacht haben und wirklich überall schwarz ist, dann könnt ihr ganz einfach hier oben auf Menü gehen und einfach auf Speichern gehen, nicht Speichern unter, weil wenn ihr jetzt zurück in Filmora geht, könnt ihr hier Doppelklick drauf machen und dann ist das schwarz. Und das hier war ja jetzt der letzte Frame von der ersten Szene. Und jetzt packen wir den einfach hier dran und das sind ja jetzt... Keine Ahnung, also das ist auf jeden Fall ein bisschen lang jetzt, finde ich. Deswegen mache ich das einfach bis hier kürzer. Und was wir jetzt machen müssen, wir müssen das Ganze mit diesem Schwarz machen und noch mit dem zweiten Snapshot machen. Da gehen wir wieder rechtsklick drauf, in Explorer anzeigen, Doppelklick, bearbeiten und erstellen und mit 3D Paint bearbeiten. Und ja, jetzt geht der ganze Spaß von vorne los. 2 hours later. So, das gleiche habe ich jetzt auch nochmal mit dem anderen Snapshot gemacht und den können wir hier jetzt erstmal drüber ziehen, um zu gucken, ob die gleich lang sind. Ich glaube, ich mache die sogar beide noch ein bisschen kürzer, damit das ein bisschen dynamischer ist. Dann kann ich den hier reinziehen. Jetzt geht hier oben auf Text, zieht dann den Abspann 3 hier drauf. Wir machen da keinen Text drauf, aber brauchen einfach nur diesen Effekt, diese weißen Streifen und weißen Punkte. Also machen wir den Text einfach weg, gehen auf OK. Und dann seht ihr hier schon diese weißen Streifen, das wird halt durch den Text erzeugt. Ja, und das war es auch eigentlich schon. Wir können das hier jetzt noch einmal rendern lassen und dann abspielen. Und ja, das Ganze sieht dann so aus. Once upon a time I used to hold you close. Now the only thing I'm holding is a broken soul. Knock me down and I'm still falling like some dominoes. Oh no, I'm trapped, hey, I can't get out. No, back to the basics, you crazy as hell. And
Jo, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und falls ihr Interesse daran habt, zu lernen, wie man mit Filmora Montagen, also Fortnite-Montagen oder Montagen von jedem anderen Game schneiden kann, dann seid ihr auf meinem Kanal auf jeden Fall richtig. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet und diesem Video ein Like geben würdet. Das war's von mir. Haut rein. Ciao, ciao. So I guess I'm not fine, still trapped in my mind. Singing, why?